So, hallo und herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Heute gehen wir nicht ins Schwimmbad. Heute gucken wir uns was Besonderes an. Mit einem netten jungen Mann hier neben mir. Hallo und schönen guten Tag. Moin. Er hat nämlich was zu verkaufen, nämlich ein paar verrückte Autos. Was das jetzt ist und warum, gehen wir euch vielleicht gleich noch mal kurz drauf ein. Wir zeigen euch aber erstmal das erste Corpus Delicti wegen diesem wir hier sind. Und zwar ist das da drüben, mein Lieber. Ja, genau, mein Lieber. Da guckst du, ne? Da staunst du. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Schon wieder eine Corvette. Diesmal aber nicht irgendeine Corvette, sondern, wie ihr es wahrscheinlich schon gewohnt seid bei uns, ist es halt immer mal wieder so, der Enrico kann das nicht so richtig lassen, die wilden Buden sich anzugucken. Das ist eine richtig wilde Bude. Das ist nämlich eine C6 ZR1. Ist quasi das Grundauto. Und dann war das Auto irgendwie mal bei Tick gelandet. So kann man es ja sagen. Tick ist ein Tuner. Ja. Man könnte sagen, wie der andere Kollege aus München. Nur, dass bei Tick gefühlt, sieht es halt nochmal ein bisschen heftiger aus. Wo die Uhr etwas anders tickt und man wahrscheinlich regelmäßig austickt. So habe ich den Eindruck. Wenn ich hier alleine zum Beispiel jetzt nur mal als... Guck dir das Auto mal bitte an. Guck dir mal diese Frittentheke an, ja. Also der Tisch ist so groß, da können die ganze Kelly-Family dran sitzen und irgendwie Chicken Nuggets sich reinschieben. Ehrlich. Guck dir das Ding mal an und Carbon natürlich. Was sonst? Die Abgasanlage, Junge. Jetzt hast du das. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das Auto wiegt, glaube ich, müsste es lügen. Ich glaube knapp 1500 Kilo oder irgend sowas, ne? 1400 Kilo. Hat nur noch so zwei Schalen drin. Die ist unten drunter weiß übrigens, die ist verliert. Ne, die Türen gehen ausnahmsweise mal nicht nach oben auf. Ich habe schon gewundert. Ja, die haben, ich glaube, mehrere Ausbaustufen. Aber korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege. Ich glaube, die gibt es bis 850 PS, glaube ich. Ne? Serienmäßig? Ja. Nee, 649. Serienmäßig ist das Auto, ja. Aber die Ausbaustufe genau. Von Tickt. Ach so, die gibt es bis 850. Also ne? Das wäre auch die größte Ausbaustufe. Aber aha. Du kannst die Software hier halt ändern. Ja, du hast sie schon hier. Da hast du... Na, Switches hast du nicht hier drin, das musst du halt umprogrammieren. Aha. Jetzt ist er auf Rennstrecke abgestimmt, hat ungefähr 750. 750? Ja. Aha, okay. Und hat das alles TÜV, sag mal? Ja. So wie es hier steht? Cut muss rein, dann hat das Ding... Alles, was... Ist gerade kein Cut drin? Cuts sind gerade nicht drin. Wisst ihr, was das bedeutet, Gunther? So eine Stichflamme. Ja. 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 Und genauso. Laut als hell. Wirklich, das Ding klang abartig. Das ist leider genauso. Das ist mal eine Frage, die Winterräder, die du jetzt hier drauf hast. Mhm. Wie kommt das? Hast du da noch die Schmiederäder von Tick da oder wie ist denn das? Ach so, nee. Das sind hier die Performance Package Räder. Ja. Die zu der ZR1 genau. Die dazu gewesen wären. Ja. Die Räder hat Tick ja einfach nur so im Verkauf gehabt. Die hast du nicht unbedingt gebraucht. Also es sind entweder diese hier oder die auf der anderen Seite dabei, die originalen ZR1-Dinger oder diese High-Performance-Package. Ach, du hast zwei Radsätze dazu oder was? Weil ja. Den Radsatz kenne ich, das ist eigentlich üblicherweise drauf. Genau, genau. Also nicht dazu, den kann man sich aussuchen, was man hier will, ach weil so. Dieser Pontiac da drin ja. Hat denselben Lochkreis. Aha. Und da ist jetzt exakt das andere drauf. Ah. Ich wollte einfach nur gucken, wie das auf dem aussieht da drin. Also aha. Entweder dieser oder dieser. Okay, das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Gut, die, aber jetzt hast du natürlich Winter auf der einen und ja. Sommer auf der anderen. Genau. Das ist natürlich lustig. So, und wie bist du zu dem Gerät jetzt überhaupt gekommen? Du hast das irgendwie von deinem Cousin abgekabelt, genau. Das Teil oder was? Genau. Der hatte einen Nagel genau. Im Kopf und hat gesagt, ich kaufe mir das jetzt oder wie ist das zustande gekommen? Durchaus wohlhabender Mensch. Ja, okay. Und hat voll den Nagel im Kopf mhm. Und hat sich überlegt, mit Tick zusammen. Mhm. Die Ami-Schiene ist halt noch recht preiswert. Ne? Es ist immer noch, du kriegst wahnsinnig viel fürs Geld. Wisst ihr ja selber durch eure ja. Corvette, die ihr habt. Ja. Und das Ding hier war ein Projekt, was er mit dem Tick zusammen gemacht hat. Zwei gleiche Autos aufgebaut. Triple X und Triple X Twin, das ist der Twin. Und die haben das zusammen gemacht und haben damit Rundenrekorde brechen wollen. Auf dem Sachsenring und überall. Da haben sie ganz gut abgeliefert, muss man jetzt genau. Mal so sagen. Und da haben die quasi zwei Autos gebaut? Exakt gleiche, genau. Aha, also alles identisch, alles genau. Auf Uniball umgebaut, genau das, Fahrwerk alles geändert, Abgasanlage, genau. Antriebsstrang, das Gefühl, genau. Motor mal umgebaut. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, weißt du, was die an dem Motor alles genau gemacht haben, außer ja. Kompressor und Kühlung? Also kleineres Laderad nur drauf, das ist ja nur am einfachsten. Dann ist immer nur die Motorhaube. Ja, auf. Lass uns mal reingucken. Ah, nee, die Haube, ne? Die ist übrigens so nicht serienmäßig, so wie den Scoop hier. Ne? Das gehört so nie. Auch die hier. Der Kotflügel sieht bei der Seriencorvette auch nicht so aus. Auch die Haube sieht nicht so aus. Die ganze Front sieht. Uiuiui. Also hauptsächlich ist, ja. Um bessere Kühlung zu erreichen,
sind ja viel größere Ladeluftkühler-Brakes drin. Ja. Deswegen auch der Dome auf der Haube. Also hat der Adapter quasi dazwischen immer einen größeren Ladeluftkühler reinkriegt sozusagen? Nein, das ist der ganze Dome, der bei einer Normal-Corvette nur so hoch no? ist. Ja. Und da sind die Ladeluftkühler halt wesentlich, drin, wesentlich kleiner. Und hier, das ist ein kompletter Brick von den Ladeluftkühlern. Das ganze Ding, was hier zu sehen ist. Es ist doppelt so groß mindestens wie von der Serienmäßigten. Damit hast du wesentlich bessere Kühlung. Das ganze Kühlerpaket ist halt dementsprechend angepasst. Longtube-Headers drin, also hier lange Fächerkrümmer und so weiter. Dann ist der Blower geportet. Die Köpfe sind CNC bearbeitet. Titan-Pleuels und sowas hat er ja nun schon serienmäßig drin. Superdämper, also hier Also der LS9 kann von Haus aus, glaube ich, so wie er ist, locker 1000 PS. Ja, genau. Easy. Wie viele Leistungen sind eingetragen? Weißt du 560 kW, ich glaube 750 PS. Das ist eingetragen? Ja. Okay. Also ich habe es in den Unterlagen, gucken wir uns da nochmal an. Ja. Das ist schon... Kunde, mein lieber Heinrich. Das ist halt dafür dass der Auftrieb an der Vorderachse reduziert wird, dass Luft weg kann, Stauluft durch die drehenden Räder. Brutal. Die Heckklappe gibt es wohl so auch nur 5-mal überhaupt auf der ganzen Welt. Wollte gerade sagen, die so aus Carbon, die ist so nicht serienmäßig. Auch hier die Lufteinlässe hier, die sind normalerweise ohne aus Carbon. Der Schweller ist normalerweise nie... Obwohl, doch, den gab es stimmt Carbon. Den gab es mit Carbon, ne? Aber diese Blades hier nicht. Genau, die sind halt alle für Bremsenkühlung da. Hat die aktuell TÜV oder ist der abgelaufen? Der ist jetzt abgelaufen. Also müssen wir machen. Hast du den Cut noch? Ich habe Rennkatz drin. Ah, Rennkatz sind drin, ja. Okay. Schaffst du eine Abgasuntersuchung damit? Der Porsche hat auch Rennkatz drin. Ja. Mit ein bisschen Gas geht das. Wenn die heiß sind. Ja, muss aber richtig klatschheiß sein. Ja. Also wir haben gar nicht gesagt, beim Geiger, seinen Camaro haben wir es nicht geschafft. Wir haben alles versucht. Okay. Alles. Wie lange hast du das Auto schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Oder 2,5, irgendwie sowas. Hier kannst du irgendwie... Das ist Data Recording. Das ist Race Logic Data Recording mit Kameras, die hier an der Windschutzscheibe hängen und hinter einem. Ja. Das Ding zeichnet halt mit Querbeschleunigung und allem Möglichen und dem Zusatzdisplay da oben von Race Logic zeichnet das alles auf, was du brauchst. Ein brutales an Geschwindigkeiten. Aber siehst du halt, ne, das hat man, muss man hier reinfilmen, das hat man eher so motorsportmäßig alles gelöst, ne? Das ist halt so die Kleinigkeiten, wo du dann sagst, naja, ne? Das muss man nur wieder ein bisschen randrücken. Das hatte ich mal weggezogen, weil ich eigentlich das ganze Race Logic raushaben wollte. Ja. Weil das Zusatzdisplay jetzt gerade brandneu reingekommen ist da oben. Aha. Das hast du jetzt erst eingebaut. Das war dunkel gewesen. Aha. Die LED-Matrix wurde getauscht. Ah, das ging nicht mehr. Genau. Sozusagen, alles klar. Autoblippers eingebaut, was die C7 halt serienmäßig hat, ne? Durch das Runterschalten mit Zwischengas hier. Das ist dieses Schalthebel da vorne. Ja, das treffen wir jetzt schon, wie ihr seht. Genau. Oder rum, rum, ne? Und rum, bam, bam. Genau. Ja, das, also mit dem Auto, das knallt und scheppert mächtig gewaltig, Egon. Das ist übel. Das ist richtig übel. Was hatten die jetzt runter? Genau, 15.600 Kilometer. Original. Absolut original. Und das Auto ist als Neufahrzeug rübergekommen, umgebaut worden? Oder wie ist denn die Geschichte dazu zu dem Auto? Wisst ihr das? Genau, genau. Also er hat das auch von Geiger gekauft. Aha. Und dann ging das eigentlich sofort zu Dikt. Aha. Und dann hat... Oder eigentlich serienmäßig. Dann haben die gesagt, machen wir mal. Ja. Einmal all in. Okay, das ist natürlich wild. Wollen wir hinten mal aufmachen? Ja. Also hinten öffnet man nur, indem man, Achtung, ein kleines Stück zurück. Ja. Indem man hier die Splinte zieht. Ja, der Spoiler muss weg. Genau. Da geht es uns nicht. Aha. Alter. Scheiß die Wand an. Ach, schon ein krankes Teil, ne? Schon schön gemacht. Den Teppich habe ich auch noch. Und dann hast du das Ding sozusagen gekauft, bist damit ein bisschen gefahren und... Ganz kleines bisschen. Ja? Ja. Also wirklich... Es ist so auf der Straße... Nee, fahrbar eigentlich, oder? Wenn du jemanden überholst, der erschrickt dermaßen. Ja, das ist der Porsche fahrbarer. Den hörst du gar nicht. Ja. Der ist entspannt, ne? Also wenn der hier die Klappe aufmacht, ist absolut Ende. Du, das Ding sieht aus wie ein Biest und das ist es, glaube ich, auch. Ehrlich jetzt. Also ich habe mir ja mal so 1-2 Videos angeguckt gehabt, dass das Abriss. Also wirklich, das ist richtig Abriss. Wenn das Ding angeht und richtig Hitze hat, die Klappe geht auf, dann ist Alarm im Darm. Das ist aber nicht nur die Längsbeschleunigung, auch das, was das Ding eben fahrwerkstechnisch kann. Ne? Das ist ein richtiges, abgestimmtes Bilstein-Rennfahrwerk hier drin, vollkommen Uniball, keine Bewegung mehr am Fahrwerk, absolut alles nur. Weißt du die Kosten des Umbaus? Circa 100.000, alles in Rechnung dabei. Hast du? Ja, alles dabei, kompletter Ordner. Unfallfrei das Ding, ist da mal irgendwo eingeplankt? Null. Nix. Okay, man, das ist schon wild, ne? Wollen wir mal anwerfen, das Ding? Geht die an? Mal dann. Ja, das ist es, oder? Ja. Der will los, hat Bock.
Wie viele dB ist denn eingetragen? Weißt du das? Ja. Ganz ehrlich, Freunde, ne? Das ist schon gottlos, das Ding. Wann bist du das letzte Mal gefahren damit? Wann bist du das letzte Mal gefahren? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Das ist die Kühlung übrigens hier. Für die Wasserladeluftkühlung. Da ist so Wasser diesmal drin. Julian, so. Nie wie beim Camaro. Ja. So, was halt bei so Umbauten immer ein Thema ist, ne? Ist halt die Art und Weise, wie es gemacht ist. Ne, und ist, für mich ist natürlich die Frage, ist es jetzt gebaut worden quasi für die Rennstrecke? Weil auf der Rennstrecke muss es nicht schön sein, da muss es einfach nur funktionieren und möglichst lange halten. Meine Erfahrungen sind ja mittlerweile bei so Umbauten, ne, also sprich entweder Engine Swap oder mehr Leistung oder Rennauto, die haben halt alle immer eins gemein, die sind immer alle auf dem schmalen Grat unterwegs, vor allem in der heutigen Zeit. Das bedeutet, irgendwas ist immer und irgendwas ist immer, wo du noch was machen musst. Und das sind halt so viele Kleinigkeiten, ne? Zum Beispiel hier. Wenn du das den Nächsten, also für die Rennstrecke ist das, mag ja alles in Ordnung sein, aber stell dir vor, ich kaufe das jetzt, gebe das den Nächsten mit und der denkt, der fährt damit zum Bäcker und früh auf Arbeit und nachmittags heim. Kannst du vielleicht machen, ne? Also geh aber davon aus, dass du am Tag viermal angehalten wirst. Da hast du eine Zielscheibe auf dem Rücken, eine große rote. Also da. Das ist aber mit einer Serien-Corvette auch schon. Ja, ja, keine Frage. Also wenn du mit einer ZA1 loseierst, ne, die läuft ja sowieso von Haus aus schon wie ein Sack Nüsse. Und ist relativ laut, wenn du aus Gas tritt, die Klappe geht auf. Du, da hängt die Kups vor allen Dingen. Ja, die Kups sofort am Arsch. Ne, was dann schön ist natürlich, wenn man den Krümmer sieht, ne, da hat man sich um die Thermoisolierung auch Gedanken gemacht. Ein bisschen mehr als beim LS3. Und bei allen anderen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Ja. Ne, das war, glaube ich, bei den anderen Kameraden nie besser. Zumal da übrigens auch teilweise noch Serienkrümmer dran waren. Die Longtube-Dinger, das ist schon, macht natürlich richtig Musik da, vor allem wenn du aufs Gas trittst, also wenn das Ding Last hat. Was natürlich eine Frage ist, ne, ist der Luftfilter in Kombination mit der Abgasanlage eingetragen? Das ist ein Thema. Kann ich mal alles herholen. Ja, kann man da mal reinschauen, das wäre natürlich spannend mal zu wissen. Ne? Weil das muss ich mir jetzt erstmal hier alles irgendwie schön denken, hier, um ehrlich zu sein. Na, und da ist jeder Tüftler, jeder Schrauber anders unterwegs. Ja, genau, ne? So, die ist aus 2012, ich glaube, das ist so ziemlich das letzte Erstzulassungsjahr, 566 kW. Ne? Mal kurz umrechnen, was das in netto bedeutet. Ja, 770 knapp. Ja, ne? VMAX sind wahrscheinlich dann 330. Ja, 330, das haben sie gelassen. Weil die serienmäßige VMAX braucht, glaube ich, auch bei der Z1 330. Wer schon mal Corvette gefahren ist, und vor allem ist das Ding ja auch noch halb ausgeräumt. Also wer voll Anschlag fährt, der hat wirklich, da hast du Cojones, die sind dick wie der Kompressor. Also im VMAX ging es mir auch nie. Nee, für mich ist einfach das Zwischensprinten von den Dingern, das Vermögen, so ein leichtes Auto, was der Motor mit dem Ding einfach bei der Zwischenbeschleunigung macht, das ist einfach nur geil. Ja. Egal bei welchem Auto. Und vor allem egal in welchem Drehzahlbereich und gefühlt auch in welchem Gang, weil das Ding hat immer Dampf. Genau. Das muss man sich mal überlegen. Ich meine, was hat das Ding, ich glaube serienmäßig, Newtonmeter sind 880 oder irgend sowas oder 889 Newtonmeter, serienmäßig. Genau, weiß ich nicht genau. Wie fährt er denn jetzt, weißt du das? Auch nicht genau. Gut. Könnten 1000 Newtonmeter sein. Doch, werden es. Gut und gerne. Ja, und das ist auf der Hinterachse. Gut, ist mit der Bereifung schwierig. Ja. Ich weiß gar nicht, hast du überhaupt alle Radschrauben drin? Ja. Ja, das ist alles gut. Okay. So, was haben wir denn hier? Leistungssteigerung, Kompressorrad, 66 mm, Nebelkühlung, Kaltluftansaugung, Top Gear, Abgas, Krümmer und Schalldämpfer. Ausführung LS9, HJS 100 Zeller sind eingetragen. Okay, das ist schon mal schön. Ja, mit einer Nummer auch. Ne? 200 Zeller eingetragen danach. 100 Zeller eingetragen? Heute undenkbar. Tja. Ehrlich, das kannst du vergessen. Ja. Völlig legal für Dresden, das Ding. Erstmal so von der Eintragung her gibt es erstmal nicht viel zu heulen, ne? Wenn du da noch die richtigen Räder drauf hast. Müssen wir mal gucken, was steht denn eigentlich im Standgeräusch drin. Ja, das wird schwierig. Das wird nie reichen. Wenn die Katzen drin sind, geht das. Ja? Ja. Also wenn der rollt, ist das alles gut. Echt? Ja. Okay. Weil so wären es 87 dB. Ich sag mal, das war jetzt schon im Stand 87. Ja, wenn die Drehzahl, wenn die leicht hochgeht, wird der minimal leiser. Aha. Das ist kein Spaß. Okay. Wenn dann richtig Ende des Pedalweges eingehalten wird, dann will man da hinten nicht mehr stehen. Zumindest jetzt nicht. Ne? Aha. Wenn man sachte Gas gibt, ist alles gut. Okay. Kein Thema. Ihr könnt dann eine Runde fahren. Das wäre ja okay. Ja, wenn das geht, fahren wir mal eine kleine Runde. Mit den Reifen muss man aber aufpassen, weil das schmiert ordentlich. Ja. Weil du hast ja jetzt... Zwei unterschiedlich. Das ist semi geil, weil der eine ist weicher, hat tendenziell, der will anfangen zu schmieren, der andere will sagen, ich will ihn festhalten, wenn er warm ist. Also weißt du, ich meine? Dann ist auch die Frage, wie alt die Dinger sind, wahrscheinlich auch alt, ne? Jetzt hast du gar keinen Cut drin, sozusagen. Nein. Gar nichts, ist einfach nur noch ein Rohr. Aber du hast die Cuts noch da. Ich habe Cuts da, die nicht. Ah! Das Problem ist, die Nummern, die da drin stehen, das ist ja das Problem, das Gold wert. Okay. Die muss man halt wieder besorgen, ne?
Okay. Das Cut-Thema habe ich bei so einem Auto schon mal durchgespielt, bei so einem LS9. Denkst du, die gibt es nicht mehr zu kaufen? Schwierig. Ja? Ja, da haben wir bei dem Camaro richtig, ich weiß gar nicht, wie wir es damals gemacht haben. Ich glaube, wir haben da einen Original-Cuts gekauft, ne? Vom ZL1. Weil A, viel zu laut, B, nie im Leben eine Abgasuntersuchung. Nie. Okay. Ja, das Ding hatte auch frischen TÜV, als der Vorbesitzer das gekauft hat, nochmal so am Rad. Ne? Also, und wir haben es wirklich, ich meine, mit allen legalen Mitteln versucht. Richtig klatschheiß fahren, ordentlich Sprit rein, nochmal einen kleinen Schwab E85 mit rein. Vergiss es. No chance. Mit dem Motorlauf, ne, wo der hinten raus rotzt, zieht er auf der anderen Seite in dem Moment wieder Luft rein. Da kriegst du den CO-Wert nicht hin. Das kannst du knicken. Also ich würde mich wirklich wundern, wenn du das so hinbekommst. Ne? So bla bla bla. Was? Seitenflaps sind auch eingetragen. Dodge Viper-Typ. Aha, ACR. Aha. Das sind die Gurney-Flaps. Aha, hier vorne die Dinger. Genau. Aha. Zu wild auf jeden Fall. Dodge Viper, ACR. Wer nie weiß, was das ist, blenden wir mal ein Bild ein. Das sieht ungefähr genauso aus, das Ding. Auch mit der Frittentheke hinten drauf. So, Porsche GT3, geänderte Bremsanlage vorne wahrscheinlich, ne? Keramik auf der, auf der Rennstrecke ist halt nicht empfehlenswert. Bist du auf der Rennstrecke mal gewesen überhaupt mit dem Auto? Ich selber nicht. Nee, du nicht. Aber wahrscheinlich der Vorbesitzer. Mhm. Das ist dein Cousin. Und was macht der denn so? Was ist denn seine Aufgabe im Leben? Oberflächentechnik. Achso, okay. HTL-Beschichtung. Okay, der behandelt alles oberflächlich sozusagen. Schön. Okay, die Bremse müssen wir mal ausmessen. Die sollte aber, denke ich, noch eine Runde gehen. Die geht noch. Dann haben wir ein paar Spurplatten drauf von Aibach irgendwie, wenn ich das hier richtig sehe. Und das ist ja natürlich... Ist irgendwas locker drunter? Naja gut, gucken wir uns dann alles nochmal an. So, schauen wir mal erstmal die Eintragung durch. So, dann haben wir die Räder, haben wir schon gesagt. Spoilerschwert haben wir gesagt, Bremse haben wir gesagt. Porsche Vorderachse, GT3, Bremssattel, 6 Kolben, Bremsscheibe 380x34, Adapterkit. Ja. Genau, also ich denke mal im Großen und Ganzen, Fahrwerk ist drin, theoretisch Räder sind drin, die Flaps-Dinger sind drin, wobei der hier... Das ist vom Diebstahl passiert. Ach. Genau. Das ist eigentlich der einzige, das einzige Manko, was wir haben. Na, da müssen einfach nur neue... Clips dahinter rein. Genau. Ah, nieten. Ach, die sind genietet. Einfach nur genietet, jawohl. Alles klar. Und diese minimalen Schmarrier. Was ist da passiert? Haben die da... Also die Motorräder vorbeigeschoben. Bei dem Diebstahl. Darf man das erzählen, was dir passiert ist? Ja. Leider, warum er jetzt das übrigens verkauft, dazu kommen wir jetzt gleich nochmal. Es sind nur ein, zwei andere Autos, die eventuell zur Disposition stehen. Ne? Der Porsche irgendwie leider nicht. Ja, ganz schwer. Ganz schwer? Will die Freundin behalten. Aha. Also, dass der erste Porsche gibt, den ich her. Aha. Mhm. So, ein schöner, 64.000 Kilometer ist runter. Boah, schönes Auto. Mal kurz gucken. Mhm. Ganz ehrlich, die Felge, sieht auch die, das ist eine BB, also ist das eine BBS CHR irgendwie? Die, also für Porsche gebaut? Ich weiß nicht, CH irgendwas. Ja, CHR. Ja. Richtig schick sieht das aus, oder? Mit der Farbe muss man sehen. Boah, schönes Auto, ne? Richtig geil. Sollte offen sein. Mit Leder erweitert und so weiter und so fort. Wenn ihr den verkaufen würdet, zu welchem Preis denn? Puh. Schätzen. Finde ich gut. Kann ich nicht sagen. Keramik, das ist das. Ja, habe ich gesehen, ne? Aero-Kit drin. Titanauspuffanlage dran, die noch nicht eingetragen ist. Okay. Fahrwerk drin. 992. Na, einfach nur Aibach Tieferlegungsfedern. Okay. Turbolader vom Nachfolger. Aha, okay. Aber softwaremäßig noch nicht angepasst. Also Serie noch 500 PS? Serie 500 PS, genau. Hm, okay. Also gemessene 530. Aha. Wolltest du also jetzt nochmal machen, sozusagen, das Ding? Oder leistungsmäßig ja, jetzt? Ja, eigentlich nur minimal abstimmen. Vielleicht auf 550 PS oder sowas, das reicht völlig aus. Dicke. Und gut ist. Ja. Steht schon schön da. Was ist das, ein 2010er oder was? Weißt du gar nicht? Weiß ich nicht. Lange nicht angeguckt. Ich guck mal nach. Ja, wie viele Autos hast du denn? Weiß nicht, so 7, 8. Hm, normal. Ja. Klassiker. Wie viele Autos hast du? So 6, 7 Stück? 8, 9, 10, 11, 12. Sehr schönes Auto, die Farbe ist krass, ne? Komplett geil. Also. Die Abgasanlage bitte, können wir da noch mal ganz kurz drüber reden? Alter. Scheiß die Wand an. Hm. Der Spoiler ist so schön. Vor allem Lederpaket erweitert, ne? Ein geiles Auto. Optisch finde ich ihn sehr, sehr schön. Gestern angemeldet. Ach so, hast du das angemeldet? Ja, damit er nicht geklaut werden kann. Ach, der war gar nicht angemeldet? Nein. Das ist ein 2011er. 368 kW. 312 VMAX, ja. Okay, wie lange habt ihr den schon? Den habe ich bestimmt schon 5 Jahre. Ach, der stand die ganze Zeit bloß rum, oder was? Ja, der wird ganz wenig gefahren. Das ist... Wenn man ein bisschen Zeug da hat, dann... Fehlt die Zeit. Man muss ja ein bisschen arbeiten und Geld verdienen, ne? Nicht nur Zeit. Es ist dann irgendwann leider auch, so dumm wie das klingt, nicht sehr viel Besonderes mehr, wenn du jeden Tag siehst.
Ja, stimmt. Es klingt hart, ich weiß, ja. Der Mensch ist, der kriegt den Hals nicht voll. Ja. Der gewöhnt sich unglaublich schnell an sowas. Ja. Und deswegen, das ist wie so eine, das Leben für uns, also vor allem in Mittelzentraleuropa, ne, habe ich irgendwie den Eindruck, ist das Leben gefühlt nur noch wie so eine Haribo-Packung. Mitnehmen, aufreißen, fressen, wegschmeißen. Ja. Oder irgendwo hinlegen, liegen lassen. Genau, bis hart sind. Ja. Dann feststellen, es hart fresh sind, ja. Ja, nee, man gewöhnt sich alles. Der Mensch gewöhnt sich ganz schnell. Du fährst so ein Auto 14 Tage, 3 Wochen. Und dann findest du es geil und dann ist Schluss. Richtig, Schluss ist ja nicht. Ne? Wenn jetzt hier mal endlich wieder draußen steht, ist das auch was Schönes. Dann fährst du wieder 3 Runden, dann ist es wieder geil. Dann bist du 2 Wochen gefahren, denkst, naja, jetzt fängt es an zu nerven, fahrst doch wieder den Audi. Weißt du, ich meine? Genau. Das Einzige, was dann richtig, richtig eklig wird, ist dann, wie gesagt, sowas hier. Mhm. Weil das hat immer so viel Leistung und so viel. Das hat anstrengend. So, ja, das ist eine Männerkarre einfach. Du musst wissen, was du damit machst und was das Ding mit dir macht. Mhm. Und dann bist du immer ein bisschen aufgeregt, wenn du auch wieder aussteigst. Das Ding ist gefühlt gefährlicher, als auf dem Motorrad zu fahren. Ja, obwohl sie sehr gut beherrschbar sind. Ne? Die Gewichtsverteilung 50-50 ist unglaublich, wirklich unglaublich beherrschbar, das Ding. Finde ich sehr gut. Die C7 genau dasselbe. Top Autos, ich brauch's nicht mehr. Ja, aber ganz ehrlich, das Ding ist halt eine Spur drüber. Da hier, damit kannst du wirklich an Gardasee fahren. Ja. Das machst du mit dem Auto, also nein. Kannst du auch, aber... Ist nicht dafür gemacht. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn das Schiff, du kommst in den richtigen Regen rein, ab 130 ist hier Feierabend, da fängst du an aufzuschwimmen und buh, das macht dann keinen Spaß. Das ist mit ihm hier gar kein Problem. Da rollst du einfach bei Wind und Wetter gefühlt einfach ans Ziel. Das ist bei ihm dann schon ein bisschen sportlicher. Wir gucken uns einfach eben mal alles an, okay? Das ist jetzt war mal ein S3 oder was war das hier? Das ist ein S3. Okay. Genau. Also das ist keine Schönheit. Das ist auch nur ein wirklich... Ist das dein Bastelprojekt gewesen oder was? Habe ich so gekauft. Ach du heiliger Bimbam. Ab 5000 Umdrehungen ist hier absolut die Hölle los. 600 PS? Nee. Also jetzt in der Stufe gemessene 730. Ach du Scheiße. Kann aber bis 1060. Fährt das Ding auf Sprit? Genau. 102 Oktan? Genau. Okay. Dreht bis knapp über 9000. Hat aber keine Straßenzulassung, nehme ich mal stark an. Alles eingetragen an dem Ding. Das ist nicht dein Ernst. 100%ig. Alles. Leistungsstufe die kleine, bis 450 PS eingetragen bei den großen. Noch. Genau. Alter. Was mussten dafür haben für das Ding? 24. Ja, okay. Gut, ist aber bestimmt wert, gemacht. Hier sind Powderpleuele drin, die alleine schon mal 3000 Euro kosten. SQS verstärktes Getriebe. Also für jemanden, der Rennfahren will, ist das richtig geil. Ja. Das ist es wahrscheinlich auch wert, sagst du so, wie es ist, weil Komponenten alleine arschteuer. Alleine ein S3 in Serienzustand kostet schon einen Haufen Geld. Und eingetragen. Guckst du mal den Lader hier an, hallo? Haben sie auch schön eingepackt, den Kollegen, ne? Mit Mantel. Mhm. Und hat ein Männchen an. Ein kleines Verhüterli drüber. Böser Precision Lader. So. Aber wir haben ja noch gar nicht erzählt, was eigentlich passiert ist, weil du hast hier, normalerweise handelst du ja so schicke Whirlpools. Ja, genau. Und nach der harten Arbeit und ein paar privaten Anschaffungen, die man sich davon gemacht hat, kam halt hier vor 2,5 Wochen ein paar Diebe vorbei und haben sich überlegt, mal 5 Motorräder mitzunehmen. Teure Motorräder. Ducati Panigales, Aprilia, Yamaha, mein E-Bike, eine Vollcross. Titanauspuffanlagen, alles weg. 130.000 Euro, gone. Scheiße. So schnell passiert's. Und wie die reingekommen sind, musst du mal angucken. Das ist auch mal eine Befürchtung an so, ich sag mal, an Blechhallen oder isolierten Hallen. Ne? Da bist du halt mit einer Flex relativ flott drin. Ne? Da brauchst du am Rolltor nicht zu schaffen machen. Die haben das hier hinten einfach. Dürfen wir das zeigen? Ja, ja. Die haben hier hinten, hier ist eine schöne ruhige Ecke gewesen. Wir haben ein Zauzfeld rausgeschraubt. Ah, hier war noch ein Zaunfeld drin? Da. Aha. Mhm. Okay. Rausgeschraubt, einmal hier rüber gegangen und das hier rausgeschnitten. Ach, durch das Loch? Sie ja. Da haben die Motorräder seitlich durchgehoben? Liegend, ja. Wie viele Mann waren das? Bestimmt 4, hä? Zwei drin, zwei draußen? So ein Motorrad wiegt 200 Kilo. Ja, das reicht nicht mit 2 Mann. Die haben sich Gedanken gemacht, dass die Dinger auch ja nicht kaputt gehen. Kein bisschen gebrochenes Plastik nicht. Wer weiß, ob sich das hier auflöst. Der, der das wiederbringt, darf sich ein Motorrad behalten. Oh! Ja. Das ist eine Ansage. Ja, bei 130.000 Euro. Ja. Alles, was ich wieder in der Hand habe. Ist gut. Ja, vielleicht du. Manchmal ist es dumm. Man hat es ja irgendwann mal verdient. Ja. Das habe ich verdient und nicht die, die es rausgeschafft haben. Ja, das stimmt. Und aus dem Netto bezahlt, ne? Du musst ja versteuern, die Kohle. Und dann ist schon hart. Ja, und dann, ja gut, die sind kreativ. Das hast du auch schon schnell wieder zugenietet und Holz davor gemacht, ne? Ja. Aber vor allem haben die das ja auch wirklich über den Sockel. Hier ist ein Sockel, ne? Ja. Der ist locker 30, 40 cm hoch. Und das lässt sich ja hier wirklich nie ohne weiteres rausheben. Aber das haben die noch nicht mal mit der Flex gemacht, ne? Nee. Das haben die mit einem Schneiden, mit einer Blechschere gemacht. Ja, mit einer Blechschere, weil es leiser ist. Ja. Weil hier drüben ist ja keiner zu Hause, ne? Nee. Ich denke auch, dass sie das da drüben erstmal zwischengelagert haben, bis dann der Abtransporter kam, dass sie nicht so lange mit einem Auto hier stehen. Ach, meinst du? Doch, das ist gut möglich. Aha, okay. Das ist schon fies, ne? Ja, das ist scheiße. Und da kannst du auch nichts weiter gegen machen, ne?
Nee. Also du kannst höchstens, das Einzige, was du halt machen kannst, um es zu erschweren, ist quasi zwischen die ganzen Hölzer quasi nochmal Kreuze reinbauen sozusagen. Aber die schneiden sie dann halt die auch durch. Die schneiden sie auch durch. Und ein Freund, ein Bekannter hat mal erzählt, der musste riesen Hunde haben und so. Da kann ich noch eine Story erzählen von einem Schrottplatzhändler, der bei uns mal am Tisch saß. Der hatte große Mastiffs. Weißt du, was er mit den Hunden gemacht hat? Gekillt. Genau. Das durften sie nicht machen bei meinen Hunden. Das ist nämlich das Thema. Ne? Wachhund ist schön und gut. Das hält vielleicht den, ich sage mal vorsichtig, den Beschaffungskriminalitäts-Junkie ab. Ja, aber kein Profi. Aber Profis? Nein. Pfefferspray, Knüppel auf den Kopf, Feierabend. Genau. Oder so irgendwelche. Oder Giftköder Giftköder oder irgendwas. Genau. Deswegen, also das sind organisierte Banden, gerade hier so im Motorradbereich. Ja. Und ich habe gerade schon zu ihm gesagt drinne. Für mein Empfinden ist es halt so, hätten sie die Autos durch das Loch durchbekommen gefühlt, ja, zur Seite raus, hätten sie auch noch mitgenommen. Das kann sein. Deswegen müssen sie jetzt weg. Verstehe ich, ne? Weil du keinen Bock hast rauszufinden, wie lange es dauert, bis sie wiederkommen. Ne? Genau. Okay. Und das Whirlpool-Business läuft gut so? Das lief mal ganz gut. Ja. Aber aktuell nicht so, oder was? Der aktuellen Regierung geschuldet nicht mehr ganz so gut. Ja. Was kostet so ein Teil jetzt hier so einer? So ca. 7.000, 8.000 Euro. Volle da. Ausstattung, was du brauchst. Passen ja ein paar Leute rein hier, oder? Also jo. Mindestens vier, oder? Eins, zwei. Fünf Kerle, 10 Mädels. Hast du schon mal probiert, oder was? Hört deine Frau jetzt zu? Nein. Nein. Schon witzig, so eine Dinger, ne? Mhm. Krass. Und da hast du mal im großen Stil importiert, sozusagen? Na, nicht nur einmal. Das mache ich schon seit 17 Jahren. Ach so. Ja, ja. Okay. So, dann hast du hier drinnen noch ein paar wilde Buden stehen, ne? Genau. Den willst du noch fertig bauen wahrscheinlich? Ja. Den Pontiac? Ja. Gibt's. Wer ist das denn? Hallo? Wer bist du? So, die ist übrig geblieben oder was? Die ist übrig geblieben, weil sie keine Verkleidung unten dran hatte. Fährst du so ein Motorrad, Motorsport oder ist das einfach so für dich das Verfahren? Also ein Motorrad ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Für dich? Geisteskrank geil. Nach dem Stress, wenn du hier Arbeit hattest, du setzt dich da drauf und es gibt nichts anderes mehr. Kannst du alles vergessen? Nichts anderes. Mhm. Wenn du was anderes im Kopf hast, bist du tot. Ja. Ist kein Spaß. Ja, das überlebst du nicht. Das, Motorradfahren das ist halt nach wie vor einfach gefährlich. Ja. Motorradfahren habe ich riesen Respekt davor. Ich würde es mir nicht trauen. Hat das Ding Carbonräder? Ja. Also. Was ist denn hier los? Was kostet denn so ein Bock? Was so ein Teil? Das ist eine 2015er BMW, jetzt vielleicht 16.000. Mit den Carbonrädern so? Ist das ab Werk? Nee. Nee. Was hast du alles gemacht? Die oder sind nochmal 4.000 Euro extra. Aber die eine Ducati Panigale V4R, die sie mir geklaut haben, haben auch Carbonräder drauf gehabt. Das Motorrad kostet 40.000 Euro. Und was schraubst du hier Wildes zusammen? Das ist ein Lancer Evo 9. Ja. EU-Modell. Selten Linkslenker also. Voll verstärkter Motor, ja. Mhm. Viel Größe an JP. Hat er den Evo 8 oder 7? Auch ein 9er. Auch ein 9er, ne? Ja. Hier ist der Motor schon mit Manley Parts, also Pleue, Kolben. Mhm. Gestroked ist er auch auf 2,3 Liter. Wild. Carbonhaube, moin. Alter. Schraubst du das alles selber? Ja, na, so viel gehört ja nicht dazu, so einen Grümmer abzuschrauben, einen neuen Rand zu machen. Ich könnte jetzt keinen Motor neu aufbauen. Hm. Dafür gibt es Motorenbauer, ne? Hast du das Werkzeug gar nicht. Nee, klar. Aber eine Ansaugbrücke tauschen oder meinen Zahnriemen machen, solche Sachen, das ist natürlich nicht das Problem. Alter, guck mal bitte. Wie geil ist das denn? Ach, das ist gut. Ja, da kannst du gucken, ob er noch ein fit ist, der Zahnriemen. Ja. Und Zahnriemen, geht's schon noch gut? Ja, ich bin noch da. Finde ich auch gut. Ich habe alle Zähne noch. Ja, moin. Nee, wie gesagt, einen entsprechend großen Lader hier dran, der schön weit unten hängt. Ich wollte gerade fragen, wo ist er denn überhaupt, der Kollege Blase? Alter, der lässt den Kopf ganz schön hängen, der Kollege hier unten. Mein lieber Scholli, das ist auch ein richtiger Ochse. Und das soll, baust du das dann fertig oder wie ist denn hier dein Plan? Ja. Oder geht das so weg? Die haben auch ein Schweißgerät mitgenommen, sodass man jetzt hier unten nicht weitermachen kann. Ne? Ah, du wolltest die Verrohrung gerade bauen sozusagen? Genau. Bisschen Auspuff. Dann gehen wir nochmal gucken, was ist mit dem RS4 jetzt hier? RS4 ist ein 3-Liter-Umbau. Soll auch so 650, 700 PS oder sowas haben. Läuft das Ding? Eingetragen. Startet, ja. Müssen noch ein paar Schrauben vorne festgezogen werden. Ja. Sitze sind McLaren 570S-Sitze drin. Mhm, krass. Die Tür geht nicht auf, die andere hinten geht auf. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Du oder dein Vorbesitzer? Ich hatte mal einen McLaren 570S und da habe ich mir... Hast du das jetzt ausgepasst? Du sagst, ich verkauf den so. Ich habe mir Sitze und Felgen gekauft gehabt. Die müssen auch auf eine Konsole halt ordentlich eingespeist werden. Aber das hat halt auch nicht jeder, ne? Das ist schon eine verrückte Idee. Audi RS-Sitze hat jeder. Aber laufen, fahren, lenken, bremsen würde der oder was? Ja, also hat eine nagelneue Bremse hinten gekriegt. Da ist halt diese wie heißt sie? AP Racing drin. Ja. Bischein B16. Ein, zwei kleine Rostpünktchen hat er irgendwo hier an so Ansätzen hier, was beseitigt werden müsste. Ja, normal an
typisch. Aber sonst ist das eine ganz, ganz gängige Sache. Was musst du haben für den Trümmer, so wie der jetzt hier steht? So wie er jetzt hier steht, 30. 30. Mit den Sitzen so, genau so weg. Ja, gut, Sitze wüsste ich jetzt nie, ob die einer braucht so richtig. Bestimmt irgendeiner, da baut sich das auch irgendwo ein, ne? Na, hier rein. Hier rein, okay, gut. Ideal. Die sind wirklich geil. Ja, die sehen auch geil aus, das muss ich jetzt wirklich sagen. Aber da hast du zu tun, ne? Bis du die hier reingeknetet hast, dass das gut aussieht. Konsole muss ja alles selber stricken. Und ja. Pontiac, auch ein interessantes Projekt. Sieht sehr schön vom Blech aus. Der ist gut gemacht, ja. Ja, also es war mein... So bin hier vorne dran vorbeigelaufen und habe gedacht, der sieht schön gerade aus. Ja. Das ist wirklich gut gemacht. Das hat jemand in Deutschland gemacht, das Ding. Ja, der hat vor 25 Jahren meine Classic Data 1 gekriegt. Dann war es ein Scheunenfund. So riecht er auch drin. Mhm. Bei mir kriegt er jetzt ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, weil die 2- oder 3-Gang-Automatik so ein einfach... Ja? Ein Drehmerk-Getriebe wahrscheinlich. Ja, genau, weil die 2- oder 3-Gang-Getriebe, weiß ich gar nicht, was er hat hier. Das ein TR350. Wahrscheinlich irgend sowas. Mist. Da kenne ich mich nicht so aus. Kommt einfach raus. Ja, dann kriegt er ein Stroker-Kit von 6,6 auf... 6,3. 8 Liter. Ach so. Ja. Wollen wir von 6,6? Aha, okay, ich war jetzt bei 5,7 auf 6,3. Die Felge kommt cool eigentlich auf dem Auto, ne? Optisch passt gut. Bei dem gefällt mir eigentlich die schwarze von der anderen Seite ein bisschen besser. Das Auto wird umlackiert auf ein richtig schönes Grün. Echt? Okay. Also richtig tiefes Smaragdgrün. Willst du den noch fertig bauen oder was? Ja, Na, den habe ich als letztes erst geholt hier. Aha. Das ist halt das Schöne, kannst du hier halt einfach sehr viel selber machen. Der Maschinist ist da drin. Hast du den auch so gekauft? Ja, also der lief richtig. Ah, der war komplett? Der war völlig komplett, aber hat halt nur Serie, wie die da aus dem Dings kommen hier, aus dem Werk kommen, vielleicht 200 PS oder sowas. Mhm. Und halt einen enormen Spritverbrauch. Der hat schon Schmiedekolben drin hier, kriegt aber eine komplette Schmiedekurbelwelle, andere Pleuels. Also müssen da halt den Stroker-Kit einbauen. Genau. Schöne Projekte hast du auf jeden Fall, aber halt ich sehe da halt immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ne? Die Corvette ist halt auch ein bisschen Arbeit. Ganz ehrlich, wisst ihr, was du hier kaufst? Für viel Geld, viel Arbeit. Ja. Sagst du ganz ehrlich. Weil erstens mal die Katze nicht mehr da. Lass uns das jetzt mal nüchtern aufrollen. Ja. Die Katze fehlen, die brauchen wir. Die Handbremse hinten muss gemacht werden. Diverse Innenraumgeschichten müssen wir ordentlich machen. Sieht nie so schön aus. Ja. Wir müssen uns was einfallen lassen. ABS-System müssen wir schauen, was da los ist. Und ich habe den Eindruck, er hatte ja gesagt, ein Zylinder war nicht da wegen abgesoffen. Man müsste jetzt also mal richtig fahren, neue Kerzen rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ab und zu einer nicht da ist. Ich hoffe nur, dass die Räder richtig fest sind, mein Lieber. Der Umbau, die Eintragung, das ist halt das, was das Spannende an dem Ding wieder ist. Ne? Ich sage ganz ehrlich, das Auto ist eigentlich wirklich was für die Rennstrecke. Das hat nie mehr so viel was mit Straßenzulassung zu tun. Wobei das hier vorne eigentlich geht von der Geräuschisolierung, weil hier noch alles drin ist. Ich sage dir ganz ehrlich, ich finde das Auto richtig geil. Aber ich habe richtig Sorge davor. Also hier brauchst du, ich habe ja dicke Eier, was verrückte Autos angeht, ne? Aber hier musst du erstmal ihn finden, der es kauft. Da gibt es Bekloppte, die gibt es. Er ist einer, ich bin potenziell einer, aber ist mir für das, was ich hier noch zu tun habe, und das wird nie bloß das sein, was hier vorne leuchtet im Display, hier ist auch noch mehr zu tun. Ich kenne Leute, die sowas tendenziell kaufen, ja? Aber... Alter. Wenn sie auf dem Penny-Parkplatz fahren, die lassen gleich die Rollläden runter und rennen alle nach Hause, weil sie Angst haben, weil die denken, es geht jetzt los hier. Die Invasion beginnt. Dami ist da. Eine Corvette Z1 ist also eine geisteskranke, bodenlose, gottlose Hardcore-Abwandlung von einer C6 Z06. Und dann hat man gesagt, das Ding nehmen wir und knallen da irgendwie nochmal 10 Gramm Kokain rein, LSD, PEP, alles was wir finden können und schieben das in den Ding in den Arsch. Und dann sitzt du da drin. Ich will mal versuchen, richtig Temperatur zu bekommen, um zu hören, ob das Ticken dann aufhört. Ja.
Vor der Kontrolle ist da an, blinken ist ganz schlecht. Das hört sich wieder aus. Sag ja, das ist halt das, was ich sage. Weiß ich nicht. Wieder an. Oh, das ist schlecht. Ja. Sag ja, der Zündaussetzer. Die hat er nach wie vor. Habe ich doch richtig gehört vor uns. Ich habe zwar einen Tinnitus, einen dauerhaften, schon lange. Aber dafür habe ich mittlerweile ein Gespür entwickelt, wenn irgendein Zylinder nicht mitgeht. Ja, das hat der Tire Pressure, fällt ein Netz ein, dass das jetzt kaputt ist. So, mal hören, wie jetzt klingt, ob das Ticken noch da ist. Also, logischerweise, alle Lampen müssen aus. Cuts müssen rein. Reifen, Felgen muss gemacht werden. Bremse müsste man auch noch mal ausmessen. Konnte ich jetzt nicht groß probieren alles, will ich auch nicht. Hier die Kleinigkeiten ordentlich machen. Ja. Das hier, dass das hier soll keine Funktion mehr haben, frage ich mich wieso. Weil es leuchtet ja noch aktiv. So, aus geht ja nur ein Rückwärtsgang, ne? Achso, das macht sie von alleine, ne? Bin ich. Ich sag's nochmal schnell. So, jetzt müsste sie eigentlich ausgehen, oder? Wie kriegst du die jetzt aus? Ah, habe ich was falsch gemacht? Zu kurz, oder? Instruction Center Sensor on. Naja, leider ging zwischendurch die Motorkontrolle, die blinken wieder an. Und wir haben jetzt wirklich nichts gemacht, was jetzt gefährlich wäre, sondern einfach wirklich nur normal gefahren. Das Ding ist auch laut wie, ich sage ja gerade 10 besoffene Russen, das sind 1000 besoffene Russen. Ja. Das ist so laut, dass du eigentlich, also der LS9 von der Camaro war nie so laut. Der war auch laut, aber nie so laut. Das hat sich halt mir übertragen, weil der leer war im Inneren. Ja, da war auch leer drin. Deswegen. Gut, das ist ja hier ähnlich eigentlich. Ne? Also lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist ein krasses, wildes Auto. Er hat auf jeden Fall die Zündaussetzer, hat er noch. Irgendwas haut ihm mit der Software, glaube ich, nicht hin. Also hier muss noch mal einer dran. Ich sagte auch was, also ich denke, wenn das Auto verkaufbar werden wird, soll, muss es zu ticken. Weil die haben das gebaut, das Ding. Und die müssten jetzt hier Hand anlegen und das wieder gerade rücken. Ja, sie läuft auch. Macht halt einen Haufen Lärm, scherpelt, kracht, macht Feuer wahrscheinlich auch. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Also ich glaube, tickt, müsste das richten. Weil so viel Technik drin, so viel Zeug eingebaut, wo ich denke, pff. So, Freunde, also wie ihr seht, wir sitzen mit am Auto. Wir haben jetzt noch keinen Deal direkt geschlossen, um ehrlich zu sein. So alles in Kombination. Ich habe jetzt bei Tick nochmal angerufen, bei dem Geschäftsführer. Der hatte Gott sei Dank sich mal ein paar Minuten Zeit genommen, mit mir zu reden. Und witzig oder interessanterweise dachte der vermutlich zuerst, dass er über sein altes, wie soll ich sagen, Testfahrzeug oder also die eigentliche Triple X sprechen. Und weil der wusste, das Ding wird auch verkauft, die steht ja im Netz. Aber da hat er erzählt, ja, 400.000 Euro haben wir da Entwicklungskosten reingesteckt, x Motorhauben gebaut, x Motoren reingesteckt, bis wir dann herausgefunden haben, dass der LS9 das einzig wahre am Ende ist, das Fahrwerk entwickelt, die Bremsen, dies, das, Ananas. Also an dem Auto haben wir jede Schraube in der Hand gehabt, dreimal oder fünfmal. Und das hat mit einer Corvette schon noch was zu tun, aber nicht mehr so viel. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, interessant. Und dann sagt er auch unfallfrei, bei uns gewesen, nicht mal eingekiest oder sonst was. Also vielen Dank an der Stelle für die Information. Und dann sind wir darauf zu sprechen gekommen, dass das quasi der Klon ist. Das kam dann erst im gewaltigen Gesprächsverlauf raus. Und dann hat er direkt auf die Bremse gedreht und sagt, Moment, stopp, was aber legitim ist, dazu weiß ich nichts. Das Auto haben wir mal mitgebaut, haben wir dann quasi für den Kunden fertig gemacht. Der hat das dann gehabt. Und was dann damit war und wie er damit, wer dazwischen noch schon mitgefahren ist oder dran rumgeschraubt hat, weiß ich natürlich nicht. Und sage, das erwarte ich auch gar nicht von Ihnen. Ich will davon auch keine Auskunft. Da müssten Sie eine Glaskugel haben, um mir das zu berichten. Das ist mir schon völlig logisch. Das Ding ist natürlich, hat genau das gleiche Problem wie der Camaro. Das Ding ist einfach 8-mal zu laut. Und da hilft dir auch ein 100-Zeller, 200-Zeller Cut, der eingetragen ist, nicht. Dann kommt dann der nächste Kunde, dem verkaufe ich das. Der kommt die Polizeikontrolle und das Ende vom Lied ist, die legen dann die Karre still. Wen rufen die als erstes an? Mich. Habe ich Bock darauf? Für das Geld? Stell dir mal vor, du machst daraus, das wird ein Streitfall wegen irgendwelchen Käse. Weißt du, was das kostet? Das macht gar keinen Spaß. Mhm. Wirklich. Also, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Auf jeden Fall ultra sympathischer Dude, interessante Autos, aber halt alle ein bisschen mit Arbeit. Wer irgendwie Interesse, Bock auf irgendwas hat, schreib uns. Wir geben den Kontakt weiter, wenn wir sehen, dass das echtes Interesse ist. Genau, wirklich nur bei echtem Interesse bitte, weil sonst ist es wieder voll. Zeitdiebe und Nervensägen, nimm es mir nicht übel, aber ich glaube, der Kollege hat auch andere Sachen gerade im Kopf. Ne? Ja, also unser Postfach ist halt wieder voll damit. Wie viel kostet der S3 und so? Genau, also ich will jetzt hier keine Preise jetzt übel spoilern, weil ich nicht weiß, ob er sich das im Zweifel auch nochmal anders überlegt. Ja. Kann sein, morgen überlegt er sich alles anders und dann kostet es alles 5 Scheine mehr. Und dann haben wir jetzt hier irgendwelche Preise rausgehauen und ich denke, bei den ein oder anderen Auto gibt es Leute, die rennen los. Also sag ganz ehrlich, ich bin mir sicher, bei ein oder zwei Autos
muss ich auch nochmal für mich überlegen, ob ich da vielleicht sage, komm, weißt du was, den nehme ich nie, aber dafür nehme ich vielleicht den anderen. Weißt du, ich meine? Kann es halt sein, da hoppen manche vom Sofa runter, rennen zum Auto, holen ihren Trailer, hängen den dran und fahren los. Mhm. Also gerade im Hinblick auf RS2 und RS5. Na, S2 war das, ne? Entschuldigung, ja. S2 und RS5. RS4. Komplettes Wirrwarr. Ja. Ja, weil RS5 habe ich auch noch eingekauft. Also das ist alles so, mein Kopf schwirrt das alles so rum, ja, was ich alles noch machen muss, weißt du, ich meine? Weil ich das alles so dann durcheinander haue. Lange Rede, gar keinen Sinn. Der RS4, denke mir, wer Plan hat von den Dingern. Für mich ist ein Projekt. Ja. Das holst du und schiebst in die Ecke und machst das, wenn du mal Lust und Zeit hast. Wahrscheinlich dann nie. Mhm. Oder du bist einer und sagst, jo, wie Philipp zum Beispiel. Oder es gibt bestimmt noch ein paar andere Jungs, die das Ding in 3 Wochen zusammenschießen und sagen, dann ist es wieder ein Auto. So ist es. Ja, und dann wäre es vielleicht günstig, wenn man die Teile da hat, die dort fehlen, ne, wie Innenausstattung und so ein Zeug, dann war es, denke ich, preiswert, ehrlich. Gut, an der Stelle, ich fahr 10. Ich habe Hunger. Tschüss. Abonniere deinen Kanal. Jetzt. Mach! Aber zack ich! Hast du immer noch nicht abonniert? Mach jetzt! Tschüss. Und Glocke nicht vergessen. Tschüss. So, fahren wir schon mal ein Hennessy vorbei, oder? Yes. So, Freunde, also, wir sind jetzt erstmal losgefahren. Und im Gesprächsverlauf gerade habe ich dann so ein bisschen meine Geschichte erzählt, was ich so mit Tuning und Umbauten bis jetzt so erlebt habe. Und das war, ehrlich jetzt, bis jetzt leider kaum Positives. Und dann kam ich auf meine Hennessy-Streitfall-Corvette zu sprechen und sagte, oh, Hennessy ist gleich hier vorne. So, der Hennessy, das Hennessy? Ja, das Hennessy. So sieht das dann aus. Hier bauen die irgendwie teure Autos. Lach nicht, Julian. Das ist bitterer Ernst. Das nimmst du mal nicht übel, aber da sieht es bei uns besser aus. Hinter Maus. Alter. Das erklärt alles. Also für mich ergibt das jetzt ein komplettes Bild. Gut, dass wir das jetzt mal gesehen haben und ihr auch. Oder? Also. Kunde. Also nimmst du mir mal nicht übel. Ist ja, steht jetzt, ich will jetzt nicht in Abrede stellen, was die hier machen oder dass das schlecht ist, was die hier machen. Aber das passt dann mit Hypercar und Super Sonder, alles krass und mega fett gemacht, auf gar keinen Fall zusammen. Für mich ergibt es dann einfach nur ein komplettes Puzzle.